das ist das Zimmerwaldjahr. An die Friedenskonferenz von Zimmerwald ist eben im letzten Monat, weil sie sich zum 100. Mal gejährt hatte, ja, viel erinnert worden in vielfacher Weise. Es ist, glaube ich, so das Besondere, dass es sich so auf einen Moment konzentriert, wo die sozialistische Elite ganz Europas sich ausgerechnet in einem verschlafenen Dorf im Berner Oberland getroffen hat, dessen Bewohner, ich denke, das können wir so sagen, die revolutionären Zukunftspläne eines Teils der Besucher nicht unbedingt geteilt haben. Und das macht, glaube ich, dieses Zusammentreffen eben gerade so denkwürdig, vielleicht auch medial geeignet für die Erinnerung. Ganz abgesehen einmal von den vielfältigen inhaltlichen Aspekten der Konferenz, politisch, ideologisch, weltgeschichtlich. Auf diese werden wir im Rahmen dieser Reihe aber weniger eingehen. Ich darf Sie hier einfach noch hinweisen auf einen Vortrag von Professor Dr. Julia Riches, die diese über die Konferenzen von Zimmerwald und Kiental im Rahmen der Vortragsreihe des Historischen Vereins Bern halten wird, und zwar im Februar. Wenn Sie das interessiert, wird sie dazu mehr sagen. Wir aber möchten so ein bisschen diesen Scheinwerfer, der jetzt auf Zimmerwald war, auf diese Gegenüberstellung von Bauern und Revolutionären quasi, ein bisschen weiter weglenken, die Linse etwas öffnen und uns ein bisschen breiter den vielfältigen Begegnungen widmen, die es zwischen Russland und der Schweiz, also dem Zarenreich, an der Wende zum 20. Jahrhundert in der Schweiz gegeben hat. Wenn Sie hier von Osten hochgekommen sind, im Osteingang, dann sind Sie vom Tumakin-Weg hergekommen. Ist benannt nach Anna Tumakina, die erste Frau, die sich an der Universität Bern habilitiert hat, die erste Professorin der Universität Bern und die erste Professorin mit voller Berechtigung zu promovieren und habilitieren, die es überhaupt in Europa gab. Auch die erste Philosophieprofessorin dieser Universität. Diese russischen Studenten und vor allem Studentinnen, die damals an Schweizer Universitäten studierten, sind eine von verschiedenen Gruppen von Personen aus dem Zarenreich, die sich zeitweilig in der Schweiz aufhielten. Ich sage bewusst nicht Russinnen und Russen, weil eben die Untertanen des Zarenreiches auch Polinnen und Polen umfassten, Ukrainerinnen, Ukrainer, es waren Orthodoxe, es waren Angehörige jüdischen Glaubens, über die wir auch noch im Rahmen dieser Reihe etwas hören werden. Anna Tumakina selber kam aus einem kleinen Ort, der heute zu Weißrussland gehört, und war jüdischer Herkunft. Diese verschiedenen Begegnungen haben überall Spuren hinterlassen, nicht zuletzt bei uns in der Bibliothek, wo man es vielleicht von unserem Profil her nicht erwarten würde. Das ist auch ein Aspekt, der uns interessiert. So wurde zum Beispiel in den 60er Jahren der Bibliothek eine große Sammlung übergeben, die wir kurz Davoser Bibliothek nennen, Bibliothek Rus de Davos. Sie ist entstanden als Leihbibliothek für die sehr zahlreichen russischen Gäste, die am Anfang des 20. Jahrhunderts in Davos zur Kur weilten, ganz unterschiedlichen Standes auch. Gäste, die so zahlreich waren, eben dass zeitweise in Davos der Ruski Vjesnik, eine Wochenzeitung, erschien. Andere Sammlungen sind weniger breit gefächert als die Davoser, die so ein bisschen alles umfasst, von leichter Lektüre bis zu Politik. So haben wir zum Beispiel eine Schenkung der Société Russe de Bienfaisance de Lesin. Das war, Lesin war auch ein bekannter und beliebter Aufenthaltsort, die sehr stark Texte repräsentiert, die selten erhalten sind, der sozialistischen, vor allem anarchistischen Emigrationsliteratur. Und wir freuen uns, das als kleine Vorankündigung, dass wir dieses Jahr beginnen können, dank Sondermitteln diese Bestände auch zu digitalisieren und damit etwas breiter verfügbar zu machen. Wenn Sie unser Newsletter abonniert haben, was ich hoffe und Sie sehr ermutige, das zu tun, dann werden Sie auch über den Fortgang des Projektes informiert werden. Damit genug der Präliminarien. Ich habe zwei organisatorische Hinweise, wie üblich. Die Präsenzliste für die Studierenden kursiert irgendwo. Bitte tragen Sie sich ein. Und die Veranstaltung soll, so die Technik funktioniert, wieder als Podcast aufgezeichnet werden. Das heißt, ich werde nachher für die Fragen das Mikro rumgeben und bitte Sie alle, in das Mikro Ihre Frage zu stellen, weil sonst haben wir auf dem Podcast nachher nur die Antwort ohne die Frage. Das ist zwar auch interessant, aber mit etwas Rekonstruktionsarbeit verbunden. Dann fällt mir jetzt die angenehme Pflicht, zu unseren heutigen Referenten vorzustellen. Adrian Zimmermann kommt heute quasi mit Bern an den Ort zurück, wo er 2002 sein Lizenziat in Geschichte abgeschlossen hat, also auch ein bisschen an die ganz alte erste Alma Mater. Sie hatte den schönen Titel Freiheit und Genossenschaft, Geschichtsschreibung im Zeichen der geistigen Landesverteidigung. Er hat dann aber Bern verlassen und ist in andere Sprachregionen gezogen, war 2003 bis 2007
sechs Assistent an einem Forschungsprojekt an der Uni Lausanne, gemeinsam mit der Amsterdam School for Social Research, und hat auch dort in Lausanne 2012 bei Hans-Ulrich Jus promoviert zum Thema Klassenkampf und Klassenkompromiss, Arbeit, Kapital und Staat in den Niederlanden und der Schweiz 1914 bis 1950. 2012 war er Senior Visiting Research Associate am Modern European History Research Center in Oxford und heute ist er als Gastforscher am Internationalen Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam tätig. Die akademischen Anstellungen machen jedoch nur einen Teil der Biografie aus von Adrian Zimmermann. Was ich sehr spannend finde, ist, dass er anders als viele Historiker die Archive nicht nur benutzt hat, sondern auch eben betreut und erschlossen und dort quasi eine zweite Schiene seines beruflichen Werdegangs gefunden hat. Er hat schon während seines Studiums das Gewerkschaftsarchiv der damaligen SMUF betreut, also Metallarbeiter und Uhrenverband. Nach dem Lizenziat hat er dann ein Zertifikat in Archivwissenschaften an der Uni Lausanne erworben und dann parallel in den folgenden Jahren zahlreiche Archivprojekte mitbetreut, unter anderem die Zusammenlegung verschiedener Gewerkschaftsarchive im Fusionsprozess zur UNIA. Er war auch 2007 bis 2009 Leiter der Archivsektion von SBB Historic, also dem Archiv der Schweizerischen Bundesbahn. Wir haben hier also jemanden, eben einen Referenten, der die Arbeiterbewegung und ihre Quellen aus ganz verschiedenen Perspektiven kennt. Das finde ich sehr schön. Er hat zahlreich und breit dazu publiziert, eben zu Gewerkschafts- und Genossenschaftsinstitutionen, zur Arbeiterbewegung, auch zum Landesstreik und zur Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, wobei eben gerade die transnationale Komponente in seiner Arbeit auch sehr wichtig ist. Weitere Schwerpunkte wären Arbeitsbeziehungen, Wirtschaftspolitik und politische Ideologie im weiteren Sinne. Ich möchte nur auf zwei Publikationen in den letzten Jahren hinweisen, die Sie vielleicht auch kennen. Das eine ist der Sammelband Bernds Moderne Zeit, der dicke Schwarze, der dabei Stempfli 2011 erschienen ist, über das 19. und 20. Jahrhundert. Da hat er den Artikel zur Berner Arbeiterbewegung verfasst und zusammen mit Bernhard Degen und Hans Schäpi 2012 ein Sammelband ediert zu Robert Grimm. Robert Grimm, Marxist, Kämpfer, Politiker, der bei Kronos erschienen ist. Dieses Jahr druckfrisch ist ein Beitrag von ihm in diesem Band, den ich Ihnen auch gerne rumgeben möchte. Er ist ganz frisch erschienen, Bernhard Degen, Julia Richers, herausgegeben, Zimmerwald und Kieltal, Weltgeschichte auf dem Dorfe. Darf ich Ihnen gleich mal das hier hin? Schauen Sie, dass Sie das einfach kursieren lassen, werfen Sie einen Blick rein. Ja, Adrian Zimmermanns Beitrag ist Konkurrenz aus dem Norden. Ja, damit übergebe ich ihm gerne das Wort und freue mich auf unseren Beitrag. Ja, vielen Dank, Eva Maurer, für diese umfassende Vorstellung. Meine Damen und Herren, ich freue mich, diese Vorlesungsreihe hier eröffnen zu dürfen über die Beziehungen zwischen sozialistischen Emigranten aus dem Russischen Reich oder eben dem Zarenreich. Und der Schweizerischen Arbeiterbewegung ist bekanntlich schon einiges geschrieben worden. Dies ist auch insofern nicht überraschend, als eine Beschäftigung mit diesen Beziehungen unweigerlich zu den wohl bedeutendsten Ereignissen der russischen und schweizerischen Nationalgeschichte einerseits, aber auch der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts andererseits führt. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ersten Weltkriegs lösen bekanntlich eine gewaltige globale Welle von Protesten, Streiks und eben in einzelnen Staaten auch Revolutionen aus. Das weltgeschichtlich zweifellos bedeutendste Ereignis in dieser größten globalen Protestwelle, die wir kennen, war zweifellos die im März 1917, ich betone im März 1917 und nicht erst im Oktober 1917 beginnende russische Revolution. Doch auch in der neutralen, von den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges, aber genauso voll erfassten Schweiz, kam es zu bekanntlich in den letzten Kriegstagen oder unmittelbar nach den letzten Kriegstagen zur bisher schärfsten Zuspitzung der sozialen Gegensätze in der Geschichte des modernen Bundesstaats seit 1848. Der Höhepunkt dieser Konflikte am Ende des Ersten Weltkriegs oder eben unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg war zweifellos der dreitägige Landesgeneralstreik, der eigentlich am Tag selbst des Kriegsendes begann und
dem am 9. November 1918 ein eintägiger Proteststreik vorangegangen war. Dieser eintägige Proteststreik war die Antwort des Oldener Aktionskomitees, also des gemeinsamen, damals gemeinsam bestehenden Ausschusses der Schweizerischen Sozialdemokratie und des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, auf ein vom Bundesrat bereits am 5. November 1918 angeordnetes Truppenaufgebot, eine militärische Besetzung von Bern und Zürich, die von der schweizerischen Arbeiterschaft, ich zitiere den Streikaufruf, als dreiste Herausforderung, Zitat Ende, aufgefasste militärisch, die als das aufgefasst wurde. Der Bundesrat begründete das Militäraufgebot bekanntlich äußerst vage. Ich zitiere: Offen und verschleiert drohen gewisse Gruppen und Blätter, die revolutionären und anarchistischen Experimente, die Russland blutig heimsuchen, nach der Schweiz zu verpflanzen. Zweifelhafte, meist landesfremde Elemente säen Hass, beugten die Schwierigkeiten der Landesversorgung, die zu beseitigen nicht in unserer Macht liegt, aus und schüren die gefährlichsten Leidenschaften. Zitat Ende. Für solche Leute, so der Bundesrat weiter, die weder vor Gewalttat noch vor Verbrechen zurückschreckten, sei in dem gastfreien und dem Geist der Freiheit so offenen Schweizer Haus fortan kein Platz mehr. Damit spielte der Bundesrat auf den gleichzeitig erfolgten Beschluss an, die offiziöse diplomatische Vertretung des neuen sowjetischen Regimes in Russland des Landes zu verweisen. Vorangegangen waren dieser Ausweisung, die eigentlich vor allem in der schweizerischen Wirtschaft eher mit gemischten Gefühlen gesehen wurden, waren Demarschen der italienischen und französischen Regierung, die befürchtete, dass diese Sowjetmission auch agitatorischen Zwecken dienen würde, um in Frankreich und Italien für die Sowjetregierung zu wirken, aber eben auch in die dortigen sozialen Konflikte einzugreifen. Neben diesen diplomatischen Demarschen von Italien und Frankreich entscheidend für das Truppenaufgebot war das am 4. November 1918 von General Wille, bekanntlich einem großen Anhänger des in diesen Tagen zusammenbrechenden preußisch-deutschen Kaiserreichs, der in seinem Memorandum unter anderem ausführte, dass an den Konferenzen von Zimmerwald und Kiental beschlossen worden sei, mit dem Umsturz der staatlichen Ordnung in der Schweiz den Anfang zu machen. Zweifellos waren an den Protestbewegungen am Ende des Ersten Weltkrieges überall in Europa auch Persönlichkeiten führend beteiligt, die sich im September 1915 und im April 1916 in zwei kleinen Dörfern im Kanton Bern getroffen hatten. Trotzdem ist die von Wille verbreitete Verschwörungstheorie, welche die Beschlüsse von Zimmerwald und Kiental nur in sehr verzerrter Form wiedergab und zudem von letztlich auf wirtschaftliche und soziale Missstände zurückzuführende soziale Bewegungen mit Armeen verwechselte, deren Aktionen von einem Generalstab beschlossen werden konnten, unhaltbar. Ernsthafte Hinweise für Putschpläne in der Schweiz und auch für eine irgendwie geartete Rolle der Sowjetmission im Landesstreik sind nie aufgetaucht. Sie fanden trotz einer umfassendsten polizeilichen Untersuchung nicht einmal mehr Eingang in die Anklageschrift im Landesstreikprozess vom März und April 1919. Die Verurteilung von nur 4 der ursprünglich 21 Angeklagten im Landesstreikprozess, von Robert Grimm, von Fritz Platten, Friedrich Schneider und Ernst Nobs, erfolgte einzig aufgrund ihres Aufrufs, an die aufgebotenen Soldaten nicht auf die Streikenden zu schießen, der militärjustizmäßig als Meuterei strafbar war. Auch die umfangreiche historische Forschung seither, die in schweizerischen, in sowjetischen und in weiteren Archiven vorgenommen wurde, hat an diesem Befund, dass weder die Sowjetmission noch sonst irgendwelche ausländischen Agitatoren beteiligt waren am Ausbruch des Landesstreiks, nichts geändert. Trotzdem überschattete diese Vorstellung eines von russischen Drahtzieher ausgelösten Landesstreiks noch lange nicht nur das politische Klima in der Schweiz, sondern auch die wissenschaftliche Diskussion.
wie ich vorher gesagt habe, kann es bis zu einem gewissen Grad die Auseinandersetzung mit dieser Verschwörungstheorie auch als einen wichtigen Antreiber der wissenschaftlichen Diskussion ansehen. Ja, noch lange auch die wissenschaftliche Diskussion eben auch über die Beziehungen insbesondere der schweizerischen Arbeiterbewegung zu den ihr nahestehenden Flüchtlingen aus Russland. Ich habe auch bewusst für meinen Vortrag einen Titel gewählt, der auf den ersten Blick Assoziationen an diese lange verbreitete Vorstellung erwecken soll. Eben Dogmatiker mit einem Fanatismus ohnegleichen, das tönt ja irgendwie, verweist irgendwie in diese Richtung, dass das Leute sein könnten, die eben auch solche Bewegungen angestoßen haben. Allerdings soll auch gerade dieses Zitat zeigen, dass die Realität weit komplexer war. Denn ein zweiter Blick und eine genaue Lektüre dieses Zitats zeigt ein wesentlich differenzierteres Bild der transnationalen Verflechtungen der schweizerischen Arbeiterbewegung mit ihren Gesinnungsgenossen aus dem 1917 untergegangenen Zarenreich. Es erinnert vielleicht etwas weniger, dieses andere differenzierte Bild, etwas weniger an einen Spionageroman, als die lange weit verbreitete Vorstellung der damaligen Ereignisse. Dennoch scheint es mir gerade deswegen nicht weniger spannend zu sein. Das Zitat entstammt nämlich folgendem Kontext. Der Parteitag der SPS, der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, vom 10. bis 12. Dezember 1920, hatte sich darüber zu äußern, ob die SPS die 21 Bedingungen der Kommunistischen Internationale zum Eintritt in diesen neuen weltweiten Zusammenschluss eben kommunistischer Parteien, wie man dann diese nannte ab diesem Moment, ob sie diese annehmen sollten und sich in dem Sinn auf diesen Boden stellen sollten. Diese 21 Bedingungen verlangten nichts anderes als eine vollständige Unterordnung unter die Exekutive dieser neuen, sich als dritte internationale bezeichnenden, dieses neuen als dritte internationale sich bezeichnenden Zusammenschlusses und damit unter die Leitung der Komintern in Moskau. Nach einer langen und stellenweise sehr heftigen Debatte beschloss der Parteitag schließlich mit 350 zu 213 Stimmen, dem Antrag des Parteivorstands zuzustimmen. Der Parteivorstand hatte beantragt, die Bedingungen abzulehnen und einen Beitritt zu diesen Bedingungen nicht zu vollziehen. Ein großer Teil der Anhängerinnen und Anhänger des Beitritts verließ darauf sofort den Parteitag und gründete einige Monate später die Kommunistische Partei der Schweiz, KPS. Der Organisator der Konferenzen von Zimmerwald und Chiemtal und auch Anführer des Landesstreiks von 1918, Robert Grimm, war an diesem Parteitag der Hauptredner gegen den Beitritt zur Komintern gemäß den 21 Bedingungen. In der Diskussion warf ihm eine der eifrigsten Befürworterinnen dieses Beitritts vor, er komme nur zu diesem Schluss, der Komintern nicht beizutreten, weil er seither seine Gesinnung geändert hatte. Was das nun etwas pikant macht, ist, dass es bei dieser vehementen Befürworterin des Beitritts, dass es sich dabei um seine erste Frau, von der er seit 1916 geschieden war, um Rosa Grimm, die Mutter auch seiner zwei ältesten Kinder, handelte, die 1875 in Odessa als Rosa Schlein geboren worden war. Ich zitiere aus der Rede von Rosa Grimm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht angebracht, weil es eine persönliche Nuance hat, das zu sagen, was ich sagen will. Ich möchte es dennoch nicht unterlassen. Ich bin glücklich, dass ich viele Jahre nicht ohne Nutzen für meine Orientierung an der Seite des Genossen Grimm war. Ich schäme mich nicht, darauf hinzuweisen, dass ich dabei manches erfahren und mir zu Nutzen gezogen habe. Er war es, der mich auf das aufmerksam machte, was er jetzt nicht mehr recht formulieren kann. Er wies mich darauf hin, dass das, was man in der Partei so lange als Sozialismus betrachtete, gar kein Sozialismus war. Was man jetzt nicht recht zu bezeichnen weiß, das hat man damals als Reformismus und Opportunismus bezeichnet. Jetzt aber wirft man uns vor, dass wir eine Säuberung vornehmen wollen. Ich glaube aber, wir haben nicht nur das Recht zu dieser Säuberung, sondern wir haben die heilige Pflicht, sie zu vollziehen. Zitat Ende. Sie bezog sich dann auch auf die Beschlüsse von Zimmerwald und Chiemtal, die,
wenn man diese eingehalten hätte, wäre diese, wie Sie es eben wörtlich bezeichnen, Säuberung jetzt nicht notwendig. Bei dieser Interpretation der Beschlüsse von Zimbrald und Kienthal muss man natürlich auch anmerken, dass die weniger der tatsächlichen Beschlüssen von Zimmerwald und Kienthal entsprach als der ganz bestimmten Interpretation, die die sogenannte Zimmerwalder Linke um Lenin von diesen Beschlüssen aufgestellt hatte. Grimm antwortete seiner Ex-Frau, freilich ohne ihren Namen explizit zu nennen, mit einer Erinnerung an das Milieu, in dem sich die beiden in Bern der Vorkriegszeit kennengelernt hatten. Zitat: Man hat mir vorwerfen wollen, ich hätte meine Gesinnung geändert. Gewiss, ich erinnere mich auch der Zeit, als ich hier im alten Kasten vom Volkshaus, hier eine kleine Erklärung, dabei handelt es sich um den Bau vor dem heutigen Bau des Hotel Berns, also das ist der alte Kasten vom Volkshaus. Jetzt fahre ich weiter mit dem Zitat, im alten Kasten vom Volkshaus, das kommunistische Manifest mit den Russen Nächte und Nächte lang durchgelesen habe, Satz für Satz als junger Kerl. Ich bin stolz auf diese russische Erziehung, die ich da genossen habe. Aber ich muss sagen, damals habe ich nicht nur gelernt, den Kampf gegen den Reformismus und die Verkleisterung der Gegensätze zu führen, sondern ich habe in den Russen Dogmatiker gefunden, die mit einem Fanatismus ohnegleichen aufgetreten sind gegen diese Verwaschenheit der revolutionären Gesinnung, wie sie heute in einzelnen Worten zum Ausdruck gekommen ist. Ich habe dort jene scharfe und klare Abgrenzung gegenüber der anarchistischen, syndikalistischen, anarchosozialistischen Auffassung gefunden, die ich heute oft vermisse. Man muss an die Haltung eines Lenin, man muss an die Haltung der ganzen russischen Emigration vor der Revolution erinnern, um zu verstehen, dass man derartige Wahrheiten nicht preisgibt, sondern auch standhält, wenn alles um einen herum wankt und wenn es vielleicht auch leichter wäre, mit dem Strom zu schwimmen, als zu sagen: Genossen, ihr irrt euch, es ist nicht so, wie ihr momentan die Situation beurteilt. Zitat Ende. Der Begriff Dogmatiker und die Begriffe Dogmatiker und Fanatismus sind im Grimms Antwort also positiv besetzt. Gegen den Vorwurf seiner ehemaligen Frau und zukünftigen führenden Exponentin der Kommunistischen Partei der Schweiz, seine Grundsätze verändert zu haben, dreht er den Spieß um. Nicht er, der an den von den russischen Emigranten erworbenen materialistischen Geschichtsauffassung festhielt, habe seine Gesinnung geändert, sondern gerade die eifrigsten Anhänger Lenins, die im Widerspruch zu einem Grundpfeiler der marxistischen Geschichtsauffassung, die unter anderem vom russischen Anarchisten Bakunin vertretene Auffassung der Revolution durch eine kleine Elite von Revolutionären, die diese Auffassung propagierten und eben nicht die klassische marxistische Auffassung, dass eine Revolution erst stattfinden könne, wenn die ökonomischen Vorbedingungen in der kapitalistischen Entwicklung soweit waren. Gerade die russischen Dogmatiker und Fanatiker werden bei Grimm somit zu Kronzeugen des von ihm vertretenen demokratischen Weges zum Sozialismus. Hier vielleicht auch noch eine Anmerkung eben zum Ehepaar Grimm. Es gab ja auch noch einige weitere Paare in dieser Zeit, neben der 1916 geschiedenen Ehe zwischen Robert und Rosa Grimm. Also auch Otto Lang, der erste eigentliche marxistische Vordenker der Sozialdemokratie, war mit einer Russin verheiratet. Dann der bekannte Zürcher anarchistische Arzt Bruppacher, seine erste Frau stammte auch aus Russland, auch der sicher wichtigste oder bekannteste Begründer der schweizerischen KP, Fritz Platten, war auch, das war vor der Zeit, dass er Kommunist war, war er dann nicht mehr mit der zusammen. Und das ist auch etwas, was nicht ein rein schweizerisches Phänomen ist. Auch im Ausland findet man das zum Teil, also so war Filippo Turati, der Führer des reformistischen Flügels der Sozialistischen Partei Italiens, mit einer Russin verheiratet. Und auch Friedrich Adler, der bekannte österreichische Sozialistenführer, also der Sohn von Viktor Adler, vom Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, der dann in der Zwischenkriegszeit als Sekretär der Sozialistischen Arbeiterinternationale amtete. Auch er war mit einer Russin, mit Katja Adler, verheiratet. Und er war ja auch jemand, der sehr häufig in der Schweiz, also hat in der Schweiz studiert, war unter anderem ein Freund von Einstein und ist auch in Zürich beerdigt. Ja, also das ist ein etwas, was es häufig gegeben hat, diese Ehen zwischen, vor allem zwischen Russinnen und
westeuropäischen Exponenten der Arbeiterbewegung. Umgekehrt, also dass jemand aus dem, ein ehemaliger Untertan aus dem Zarenreich, ein männlicher Untertan aus dem Zarenreich mit einer Schweizerin verheiratet war, ist mir nur ein Fall bekannt. Dabei handelt es sich um Janis oder John Klava, der aus Lettland stammte und die bekannte Arbeiterin und also die ursprünglich eine Arbeiterin, sehr bekannte Aktivistin der sozialistischen Frauen- und Jugendbewegung, Anni Klava-Morf, heiratete. Sonst möglich ist, sind zweifellos gibt es auch weitere Fälle, aber das ist der einzige, der mir jetzt begegnet ist in diesem Zusammenhang. Ja, dass es eben sogar Ehen gegeben hat, zeigt ja, dass da eine gewisse Nähe da war. Und ich komme jetzt dazu, zu einer Übersicht über die über den weiteren Inhalt des Vortrages. Also ich möchte zuerst relativ kurz auf den Umfang und die Art der Emigration aus dem Zarenreich in die Schweiz eingehen, werde dann auf die Bedeutung der Schweiz für die Sozialdemokratie Russlands eingehen, also das immer anhand von Zitaten eben aus, vor allem aus Erinnerungen von schweizerischen Arbeiter führen, werde vor allem die langjährige Freundschaft zweier führender Pioniere der schweizerischen und russischen Arbeiter, eben von Pavel Axelrod und Hermann Greulich, vorstellen. Auch die russische, oder russische eben wieder immer in Anführungszeichen, wie es von Eva Maurer erwähnt wurde am Anfang, also von Leuten, die aus dem russischen Reich in die Schweiz angewandert waren, auch in der organisatorischen Arbeit, der schweizerischen Arbeiterbewegung, der erste Berner Arbeitersekretär Nikolaus Vasiljev, und die vor allem unter italienischen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz wirkende Angelika Balabanov. Also hier vielleicht noch die Anmerkung, wenn die ältere Schreibweise halt damals sehr häufig verwendet wurde, auch in Publikationen hierzulande, da verwende ich die. Und ich bin ja nicht irgendwie, ich bin eben kein Osteuropa-Historiker, also ich werde sonst auch diese deutschen Transkriptionen in der Regel verwenden, weil ich einfach zu wenig kompetent bin, da die schönen die auch hier im Buch verwendet werden, mit den verschiedenen Akzenten und so, diese Transkriptionen zu verwenden. Ich hoffe, dass die anwesenden Osteuropa-Historikerinnen und Historiker und Slawistinnen und Slawisten verzeihen mir das. Ja, dann geht es weiter eben noch das sind eher untypische Fälle, dass Leute wie eben Vasiljev und Angelika Balabanov so stark wirklich in der eigentlichen organisatorischen Arbeit aktiv waren. Weit typischer sind Migrantinnen und Migranten, soweit sie überhaupt aktiv wurden in der schweizerischen Arbeiterbewegung, die in der Bildungs- und Theoriearbeit tätig waren. Da werde ich kurz darauf eingehen. Und schließlich auch die Frage aufwerfen, was ist nach 1917, welche Brüche und Kontinuitäten gab es, und komme dann zu einem kurzen Fazit. All diesen Beispielen geht es mir auch darum, eben auch der Frage nachzugehen, worin denn dieser Beitrag eben dieser von Grimm als eben in einer positiven Wendung dieser sonst eigentlich eher negativ besetzten Begriffen als Dogmatiker und Fanatiker bezeichnenden Leute denn eigentlich bestanden habe. Ich komme eben zu den Russen, hier wieder in Anführungszeichen beschrieben, in der Schweiz. Wenn Sie das anschauen, zeigt ein statistischer Überblick zur ausländischen Wohnbevölkerung deutlich, dass vor dem Ersten Weltkrieg, also das ist jetzt hier nicht auf der Folie, aber dass eigentlich die Russen oder eben Untertanen des Russischen Reiches die fünftgrößte Gruppe in der Schweiz darstellten, nach Migranten aus den größeren Nachbarländern der Schweiz, also den wichtigen Nachbarländern, ich spreche jetzt nicht von Liechtenstein. Also das fünftwichtigste Herkunftsland von der ausländischen Wohnbevölkerung der Schweiz war Russland. Da der Vergleich der Zahlen angesichts der durch die beiden Weltkriege verschobenen Grenzen etwas schwierig ist, habe ich auch noch eine Hilfszahlenreihe eingeführt. Das ist die gelbe. Entschuldigung. Das wäre das in dem Fall. Also gut, ich schaffe das mit diesem Laserpointer offenbar nicht, aber doch hier. Also das wäre die hier, die gelbe, vielleicht nicht so gut sichtbar. Das wären dann einfach noch Polen und die Sowjetunion, also das ist vielleicht für 1920 nicht ganz der korrekte Ausdruck, aber zusammengezählt. Aber auch wenn man das nimmt, also wenn man jetzt annehmen würde, sämtliche Polinnen und Polen, die da erfasst wurden, seien aus dem vor dem Ersten Weltkrieg russischen Teil Polens gekommen, dann wären es etwas mehr 1920, aber sonst hat man sehr deutlich den
Höhepunkt 1910, der eigentlich dann auch nie mehr erreicht wurde, eben außer man würde wieder die zusammenzählen, dann wäre man dann 1990 bei einer natürlich weit größeren Wohnbevölkerung der Schweiz wieder bei einer ähnlichen absoluten Zahl. Die adäquaten Zahlen dürften irgendwo in der Mitte zwischen diesem Wert für die Entschuldigung. Ich habe etwas Mühe mit der Technik. Zwischen dem rein für russische Migranten und polnisch sowjetischen, in Anführungszeichen, Migranten liegen, weil Erich Gruner hat, auf den ich mich hier bei den meisten dieser Zahlen auch stütze, hat in seinem bekannten, umfassenden Werk zur schweizerischen Arbeiterbewegung zwischen 1880 und 1914 geschätzt, dass von den 1910 insgesamt 8.458 russischen Staatsangehörigen in der Schweiz rund 2.000 unter der russischen Herrschaft stehende Polen waren. Also wenn dieser Anteil ähnlich war, dann müssten da noch sehr viele vorher preußische oder österreichische Polinnen und Polen mit berechnet sein. Unbestritten, aber mit dem von mir verwendeten Material nicht genau zu beziffern, ist zudem, dass während des Ersten Weltkriegs noch weit mehr Leute aus diesen Gegenden in die Schweiz gekommen sind. So schreibt Julia Richers in ihrem Beitrag zum schon erwähnten Buch zu Zimmerwald und Kiental, dass Tausende von Russinnen und Russen noch als, oder vor allem von Russen wahrscheinlich in dem Fall, noch als Deserteure, Refraktäre, also so nannte man damals etwas abschätzige Dienstverweiger, also nicht direkt von der Armee weglaufen wie Deserteure, sondern die sich der Auswanderung der ins Militär aufgebaut entziehen. Und auch Kriegsgefangene mitzählt, dass noch weitere mehrere tausend Menschen bis 1917 in der Schweiz blieben. Auch die bekanntesten Revolutionäre wie Trotzki, Lenin und Sinowjew kamen erst bei Kriegsausbruch aus Österreich in die Schweiz. Trotzki übrigens nur sehr kurz, der reiste ja dann weiter als Kriegsberichterstatter nach Frankreich und war vor allem von dort her tätig. Für 1910 schätzt Gruner, dass ein Viertel der russischen Staatsangehörigen in der Schweiz Studentinnen und Studenten waren. Es wurde ja bereits erwähnt, eben wie wichtig die schweizerischen Universitäten für vor allem auch weibliche Studentinnen oft jüdischer Herkunft aus dem Zarenreich waren. Besonders unter den Polen befanden sich aber auch viele Arbeiter. Und unter den russischsprachigen, sogar unter den russischsprachigen Migranten wird oft vergessen, dass sich auch sehr viele Schneiderinnen und Schneider vor allem befunden haben. Es gab sogar einmal, es gab sogar einmal einen Streik, der erfasst wurde vom Gewerkschaftsbund, der sich rein zwischen in einer russischen Firma, einer russischen Bekleidungsfirma in Genf zwischen der russischen Führung und den russischen Arbeiterinnen und Arbeitern dieser Bekleidungsfabrik ereignete. Gruner betonte allerdings, und dem, das würde eigentlich bestätigt von den Erinnerungen führender Exponenten der schweizerischen Arbeiterbewegung, auf die ich mich im Folgenden vor allem stützen werde, dass der Grundstock der politisierten Russen, wie er sich ausdrückt, aus Studentinnen und Studenten bestanden haben. Und welchen Eindruck hat nun haben diese zudem häufig weiblichen, eben Studierende aus dem Zarenreich, nun auf die beiden jeweils bedeutendsten Arbeiterführer der zweiten und der dritten Generation in der Schweiz gemacht? Also auf Greulich und auf Hermann Greulich einerseits für die zweite Generation, also wenn man von den ersten Pionieren absieht, sonst könnte man auch von der ersten Generation bei ihm sprechen, und auf Robert Grimm für die dritte Generation. Das lässt sich teilweise an ihren Erinnerungen rekonstruieren. Man muss natürlich bei einer solchen Quellengattung auch immer sagen, dass es vielleicht etwas anderes ist, als wenn es unmittelbar direkt in der Hitze des Gefechtes geschriebene Quellen wären. Aber trotzdem, denke ich, sind sie relativ aufschlussreich. Drei Monate vor seinem Tod erinnerte sich der damals 83-jährige Hermann Greulich 1925 in einem Gruß aus Zürich zum 75. Geburtstag von Pavel Axelrod anschaulich an seine Eindrücke vom russischen Migrationsmilieu in Zürich. Zitat: Nach der demokratischen Verfassungsänderung in Zürich 1867-69 ergab die erste Volkswahl eine demokratische Regierung.
Also vielleicht als Erklärung für Leute, die mit der schweizerischen Geschichte nicht so vertraut sind, also das geht um die demokratische Bewegung, die das sogenannte System Escher in Zürich gestürzt hat und die auch ja das Referendum und Kantonalbanken und weitere Reformen eingeführt hat und an der eben auch einige frühe Sozialistinnen und Sozialisten beteiligt waren und namentlich eben der erst vorher kürzlich aus Breslau, damals dem damals preußischen Breslau nach Zürich eingewanderte Hermann Greulich, der hier auch beteiligt war an diesem Umsturz. Und ich fahre weiter mit dem Zitat: Die demokratische Regierung öffnete die Universität den Frauen. Davon machten sofort Russinnen Gebrauch. Sie kamen in schwarzer Kleidung, kurz geschnittenem Haar und blauen Brillen. Sozialer Lehrer war der seit 1864 nach Sibirien verbannte Tschernyschewski. Dominierende ideologische Strömung in der russischen Revolution war damals der Anarchismus. Also Bakunin, auf den ich sonst jetzt nicht viel weiter eingehen werde, weil über ihn auch schon einiges geschrieben worden ist, ist wahrscheinlich der prominenteste, also weltweit prominenteste Mann, der auf dem Berner Bremgartenfriedhof beerdigt ist. Und hier zum Thema eben der Anarchisten, die Greulich in der Ersten Internationale, die es damals gegeben hat, scharf bekämpfte, schreibt er in seinem Gratulationsartikel zum 75-jährigen Geburtstag von Pavel Axelrod, Zitat: Bald erschien als Bevollmächtigter Bakunins Netschajew, dessen eigenartige Propaganda die russische Kolonie stark beunruhigte. Diese Kolonie war 1872 stark angewachsen, was Bakunin veranlasste, selbst nach Zürich zu kommen. Da ich gelegentlich des Basler Kongresses 1869 Auseinandersetzungen mit ihm hatte, verbot er seinen Freunden, mir von seinem Aufenthalt Mitteilung zu machen. Aber ich erfuhr, dass er oft mit Adolf Stempkowski verkehrte, der im August 1872 den Netschajew an die Polizei verriet, die ihn trotz unserem Protest an Russland auslieferte. Damals war auch Krapotkin in Zürich und machte mir den Vorschlag, eine deutsche und russische Buchdruckerei einzurichten für den Druck unserer Tagwacht und von russischen Schriften. Unser Komitee ging nicht darauf ein. Zitat Ende. Weiter spricht er dann, dass es ein weit besseres Verhältnis zu Peter Lavrov gegeben habe, einem Dichter und Theoretiker der sogenannten Narodniki, die auch weiterhin der Volkstümler in Russland, die ja auch weiterhin sehr stark zwar von anarchistischen Ideen beeinflusst waren, der aber die sehr elitäre Vorstellung von Bakunin über die verschworenen Geheimbünde und so eher ablehnte. Und zu Lavrov sagte Greulich im Zitat: Im Jahre 1873 kam Lavrov, setzte sich mit uns in freundlicher Verbindung und schuf eine russische Buchdruckerei für die Herausgabe des Vorwärts, also das ist eine russische Zeitschrift gemeint. Er hielt auch gut besuchte Vorträge und gewann bald die Mehrheit der russischen Studentenschaft. Da kam plötzlich der Ukas, der den Russen das Studium in Zürich verbot. Ebenso plötzlich entstand die Bewegung, unter das Volk zu gehen, eben diese Volkstümler-Narodniki-Bewegung. Bald war der größte Teil der russischen Kolonie von Zürich fort. Flüchtlinge aber blieben bei dem damals liberal gerübten Asylrecht hier und mit uns in Verbindung. Zitat Ende. Eine Generation später war vieles noch relativ ähnlich, zumindest wenn man wie in diesem Bericht Greulichs, doch hatten sich die ideologischen Formen der Auseinandersetzung verändert. Wie folgender Auszug aus dem Nachruf Grimms auf Lenin von Anfang 1924 zeigt, in dem er ebenso anschaulich eine Beschreibung des russischen Studentinnen- und Studentenmilieus gibt, das ihn als jungen Schriftsetzer in Bern damals anzog und dem er eben, wie ich vorher erwähnt, auch seine erste Frau kennenlernen sollte. Zitat: Es war im Winter 1945. Im alten, verwaschenen Volkshaussaal an der Zeughausgasse. Abend für Abend eine dicht gedrängte Menge. Alles Russinnen und Russen, meistens Studenten. Die Frauen in einfachen, schlichten Kleidern, nicht jener Aufputz, wie man ihn später in russischen Kolonien westeuropäischer Städte sah. Da hier natürlich eine Anspielung auf die weißrussischen Migranten dann nach dem Ersten Weltkrieg. Ich fahre weiter in den Zitat. Die Männer häufig im schwarzen Blusenhemd, die Mähnen wild zurückgekämmt, das, was man zu Unrecht den Typus des russischen Revolutionärs nannte. Im Saal eine schwüle, alle Nerven bloßregende Atmosphäre. Aufgeregte, leidenschaftliche Diskussionen, wie sie nur aus dem Milieu nicht der Russen, wohl aber der russischen Emigration heraus verständlich waren.
Der Kampf ging um die Taktik der russischen Revolution. Er wogte umso heftiger, als seit der Spaltung zwischen den Menschewisten und den Bolschewisten knapp 2 Jahre verstrichen waren. Soll das Proletariat Russlands die politische Macht übernehmen? Besitzt es den fähig leitenden Kopf, diese Macht auszuüben? So lauteten die im Mittelpunkt stehenden Fragen. Die Antwort kam unvermittelt aus der stachelig überreizten Versammlung heraus. Lenin, Lenin. Jetzt hatte ich, noch unvertraut mit der Geschichte der russischen Revolution, verstanden, was Lenin für einen Teil der russischen Revolutionäre bedeutete. Grenzenlose Liebe und blind vertrauende Hingabe trugen den Ruf Lenin, Lenin. Hinreißend, beinahe übermenschlich schön war die Leidenschaft, worin der Kampf um den Führer des Bolschewismus, der zu jener Zeit irgendwo im Auslande als Geächteter seiner offiziellen Heimat lebte, ausgefochten wurde. Zitat Ende. Soweit also der Auszug aus dem Nachruf Grimms für Lenin. In den Erinnerungen Greulichs, wie des eine Generation jüngeren Grimms, ist also eine anfänglich sehr große Faszination für die russischen Revolutionäre herauszulesen. Wie stand das nun in der Arbeiterschaft generell? Dazu wäre ein wahrscheinlich eigenes Forschungsprojekt notwendig, ich kann das hier nicht beantworten. Vielleicht ein gewisser Hinweis findet sich in einem Artikel des zeitweise ebenfalls in der Schweiz lebenden, in den 1880er Jahren galten ja in Deutschland das Sozialistengesetz von Bismarck, das der Sozialdemokratie die Tätigkeit in Deutschland verbot. Und damals lebte der später führende Theoretiker der deutschen Sozialdemokratie, Karl Kautsky, ebenfalls in der Schweiz. Und 1921 erinnert er sich an diese Zeit und sagt, dass in der Schweiz, Zitat, haben jahrzehntelang die hervorragendsten Köpfe der russischen revolutionären Bewegung gewirkt und großen Eindruck auf ihre Umgebung hervorgerufen. Vielleicht umso größeren, je beengender die Kantönli-Demokratie sich zeigte. Nur so scheint es erklärlich, dass die russische revolutionäre Denkweise in der Schweiz solchen Anhang finden konnte, für deren Verhältnisse sie absolut nicht passt. Denn der Gegner, den das Proletariat der Schweiz fand, waren nicht die Bürokratie und das stehende Heer, einer Militärmonarchie, auch nicht eine Staatsauffassung, die jede freie Bewegung ausschloss, sondern war die Überzahl einer selbstbewussten und kampfgewohnten Bauernschaft und Bourgeoisie. Diesen mit den Methoden russischer Revolutionäre begegnen zu wollen, war Torheit. Wenn trotzdem von Bakunin bis Lenin zeitweise russische Revolutionäre so großen Einfluss auf einzelne Schichten der schweizerischen Arbeiterschaft gewannen, ist das schwer anders zu erklären als durch die imponierende Überlegenheit der sozialreichen russischen Emigranten mit ihren riesenhaften Zielen und kühlen Kampfmethoden über die naive Unselbstständigkeit kleinstädtischer Arbeiter. Zitat Ende. Ob diese kritische Einschätzung Kautskys berechtigt war, muss ich hier offen lassen. Wie gesagt, eben braucht es, wenn wir wirklich auf die Wahrnehmung der breiten Massen gehen, müsste wahrscheinlich weit detailliertere Analysen, die es im Fall von Bakunin gibt, aber die es im Fall für den Ersten Weltkrieg und die russische Emigration in dieser Zeit nur in Ansätzen gibt. Es gibt da allgemein pauschale Behauptungen, aber weniger, wie das konkret ausgesehen hat. Ich werde mich jetzt im Weiteren der langjährigen freundschaftlichen Beziehung von zwei Pionieren neben der Arbeiterbewegung sowohl in Russland wie in der Schweiz zuwenden. Vielleicht eben vorher noch einige, ich habe vorher erwähnt, zuerst war vor allem diese, die Schweiz war eigentlich schon lange ein Zufluchtsort von Revolutionären aus dem Zarenreich, also durchaus auch nicht nur von sozialistischen Revolutionären, das geht auf 1848 zurück. Also ich habe hier einige Namen eben aus der Zeit von der Ersten Internationale genannt, eben Bakunin, Nechayev, Herzen wurden bereits genannt. Utin vielleicht auch noch jemand, der weitgehend vergessen ist. Es gab eben auch, der war ein scharfer Gegner von Bakunin, der auch in eine gewisse Rolle im Kampf von Marx und Bakunin gespielt hat und der in Genf tätig war. Was jetzt sehr wichtig ist und eben diesen Schritt macht, von dem dann im nächsten Block auch die Rede sein wird, von diesen eher anarchistischen und terroristischen Gruppen von Intellektuellen, die in Russland tätig waren, war ja dann die Gründung von 1883 dieser Gruppe Befreiung der Arbeit, eigentlich der Keimzelle der russischen Sozialdemokratie auf marxistischer Grundlage. Und die wurde in Genf gegründet. Und beteiligt an der war Georgi Plekhanow, sicher der bekannteste Theoretiker der russischen Sozialdemokratie, war Vera Sassulitsch, die
unter anderem mit Marx über die Bedingungen der russischen Revolution noch korrespondiert hatte, Pavel Axelrod, von dem jetzt vor allem dann die Rede sein wird, und Lev Deutsch. Plechanow in Genf, der eigentlich weit bekannter ist in der, auch in der Theorie der, in der Geschichte, der Theoriegeschichte des Marxismus, pflegte vor allem Beziehungen zur französischen sozialistischen Partei, namentlich zum Schwiegersohn von Marx, zu Paul Lafargue, aber dann auch zu Jules Guesde, der in der französischen sozialistischen Partei die marxistische Strömung vertrat und der ja dann im Ersten Weltkrieg ein Anhänger eben der Landesverteidigung war. Und das hat auch Plechanow dazu geführt, ja dann sehr stark die Stellung zu beziehen für die Entente im Ersten Weltkrieg. Er ist einer der wenigen Exponenten der russischen Sozialdemokratie, der nicht eine Zimmerwalder Position eingenommen hat. Axelrod in Zürich war weit besser vernetzt mit der deutschen Sozialdemokratie. Er wurde zwar später auch Schweizer Bürger, aber er hatte gute Beziehungen eben zu Gräulich, wie wir noch sehen werden, ist aber weniger hervorgetreten innerhalb der schweizerischen Sozialdemokratie, sondern pflegte einen regen Austausch mit den zwei wichtigsten theoretischen Köpfen der deutschen Sozialdemokratie, mit Karl Kautsky und Eduard Bernstein. Er war eben aber auch eng befreundet mit Hermann Gräulich. Und dazu werde ich jetzt im nächsten Block etwas näher eintreten. Gräulich schreit ich beziehe mich immer auf dieselbe Quelle, in dieser Gratulationsadresse an Axelrod zum 75. Geburtstag. 1877 begann die denkwürdige terroristische Bewegung mit einem politischen Programm, das europäisch anmutete. Da wir der Ansicht waren, dass jede Landespartei ihre Kampfmittel selbst zu bestimmen habe, hielt uns der Terrorismus nicht ab, mit dieser Bewegung zu sympathisieren. Sie bildete ein Stück Entwicklungsgeschichte und führt zu dem Zeitpunkt, an dem unser Jubilar in Erscheinung tritt. Denn auch Axelrod hatte ursprünglich eben dieser Bewegung angehört und er hat auch später sich klar dazu bekannt, dass er auch ein Anhänger Bakunins gewesen war in der berühmten marxistischen Theoriezeitschrift, von Kautsky herausgegeben, marxistischen Theoriezeitschrift Neue Zeit, schrieb er auch den Artikel zum 100-jährigen Todestag von Bakunin und bekannte sich da dazu, dass Bakunin für Russland sehr wichtig gewesen sei, obschon er ihn dann sich dann auch klar ausführt, warum man eben über ihn hinaus zu einer marxistischen Begründung der revolutionären Bewegung in Russland habe schreiten müssen. Ich fahre weiter mit dem Zitat jetzt von Gräulich. An einem Winterabend zu Beginn 1881 trat ein Unbekannter in meine Wohnung, der mir sofort einen starken Eindruck machte, Paul Axelrod. Unter Darlegung seiner Auffassung der russischen Verhältnisse entwickelte er den Gedanken, dass man in Russland den Weg einschlagen müsse, den die westliche Arbeiterbewegung gegangen sei. Bisher haben sich die Bewegung wesentlich auf die Intelligenz beschränkt. Arbeiter seien nur gelegentlich beteiligt gewesen, nur der jüdische Bund habe Arbeiter gewerkschaftlich organisiert. Hier ein kleiner Einschub, da geht wahrscheinlich Gräulich einiges durcheinander, weil der jüdische Bund erst später gegründet wurde, aber der war in der Tat sehr gewerkschaftlich aktiv. Das Zitat geht weiter. Nun müsse das Schwergewicht auf die organisierte Selbsttätigkeit der Arbeiter gelegt werden. Anders sei die politische und soziale Befreiung Russlands nicht zu erkämpfen. Ich lauschte mit großer Spannung. Diese Anschauung hörte ich das erste Mal von einem Russen. Die Unterhaltung zog sich bis zu ungewohnt später Stunde. Von dieser Nacht an lernte ich Axelrod hochschätzen und wir sind Freunde fürs Leben geworden. Bald nachher nahm er einige Jahre Wohnung bei mir. Da lernte ich seine hochherzige Frau, später ihren berühmten Vater, den Arzt und Dichter Kaminer, sowie die Geschwister kennen. Diese ganze Familie war eine Seele für die gleiche Sache und ihr mit wahrer Selbstlosigkeit ergeben. Ich hatte damals schwer für das Brot meiner zahlreichen Familie zu kämpfen. Diese Menschen einer höheren Kulturstufe, die schlicht alles taten für ihre große Sache, richteten mich neu auf. Und ihr Kreis vergrößerte sich zur neu Hinzukommende. Gräulich sagt dann weiter noch am Schluss seiner Würdigung, so erlebte ich seitdem die Weiterentwicklung, das Erwachen der Arbeiter in Russland und ihre Streiks trotz allem Druck, die Errichtung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, dann die Abspaltung der Bolschewiki, die Kämpfe von 1905, 1917 und seither. Bewundern musste ich den Mann, der trotz schwacher Nerven ungebrochen blieb. Oft musste er lange auswärts sein, seine Lebenszeichen und Berichte zeigen die große Arbeitskraft, die mit dem Alter zuzunehmen schien. Heute ist die Tätigkeit seiner Partei
die einzige Hoffnung für die Zukunft. Darum darf er gefeiert werden und ich schicke gern meinen Gruß dazu. Zitat Ende. Was hier auch noch wichtig ist, vielleicht anzumerken, erstens, dass man sich einfach auch über die existenzielle Lage dieser Leute eine Rolle spielen kann, auf was gerade hier noch anspielt, möglicherweise mit der starken Arbeit von Axelrod, ist auch das löste sich aus einer Krankheit seiner Frau, hat er angefangen, ein Kefir-Geschäft aufzubauen, das in die einzige Spur, die wenn man in den zunehmenden oder die wichtigste Spur, die man in den zunehmend digitalisierten Zeitungsarchiven ja findet von ihm, sind immer die Inserate für diese Kefir-Anstalt von Axelrod, das galt als ein aufbauendes Produkt, das auch von verschiedenen Spitälern offenbar empfohlen wurde in der Schweiz. Er konnte das dann nach langer Zeit an die Verbandsmolkerei in Zürich verkaufen und sich dann zur Ruhe setzen. Aber eben, das war ursprünglich ein aus der Not geborenes Geschäft, von dem er gelebt hat. Und was man vielleicht auch noch anfügen muss im Zusammenhang mit Zimmerwald, wenn man schon einer Einzelperson, die Urheberschaft von Zimmerwald zuschreiben würde, dann wäre das ganz sicher nicht Lenin, der ja bekanntlich dort in der Minderheit geblieben ist, sondern es wäre genau Axelrod, der als erster eigentlich die Vorstellung vertreten habe, es reiche nicht, wenn man die sozialistischen Parteien aus den kriegsführenden Staaten, die ja meistens die Kriegsanstrengungen eben unterstützte, wenn man die wieder zusammenbringen wolle, müsse man private Treffen, wie er das genannt hat, der oppositionellen Kräfte organisieren. Und das war zunächst Axelrod, der das gemacht hat, ein scharfer Gegner von Lenin, ein Menschewicht, der sehr früh die Erscheinungen, dann, die eingetreten sind nach der bolschewistischen Machtübernahme in Russland, schärfstens kritisiert hat, sich auch in der zum Teil am Anfang sehr begeisterten Stimmung auch in Westeuropa damit nicht nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Das ist vielleicht auch noch wichtig, das hier einfach festzuhalten. Hier sieht man die beiden in jüngeren Jahren. Also sonst sieht man, Gräulich hat ja immer den Übernamen Papa Gräulich mit dem langen weißen Bart. Hier ist er etwas jünger, vielleicht wie er ungefähr ausgesehen hat zu dieser Zeit der ersten Bewegung. Und auch Axelrod noch in jüngeren Jahren. Und hier noch ein kurzer, einfach wo man etwas sieht, mit herzlichen Grüßen und aufrichtigsten besten Wünschen, dein alter P. Axelrod. Also so wie sie miteinander korrespondiert haben und wie man sieht, dass das wirklich eine relativ engere freundschaftliche Beziehung war. Dazu gibt es ja auch das Buch von, ich weiß nicht, ob sie anwesend ist, weil ich sie nicht persönlich kenne, von Laura Polexis, sage ich den Namen richtig, zu den Freundschaften im sozialistischen Milieu, aber auch einiges zu Gräulich und Pavel Axelrod steht. Ja, jetzt einige Worte eben zu diesen Pionierinnen und Pionieren innerhalb der organisatorischen Arbeit, der Arbeiterbewegung. Es ist ja doch relativ bemerkenswert, dass der erste Berner Arbeitersekretär, das war überhaupt einer der ersten angestellten Arbeitersekretäre Europas, also das ist eigentlich die Vorgängerfunktion des heutigen Sekretärs des Gewerkschaftsbundes der Stadt Bern und des Kantons Bern, dass das Nikolaus Vassiljev, ein Arzt, also er hatte verschiedene, zuerst Agronom und später Arzt aus dem Zarenreich war, der hat deutliche Lohneinbußen in Kauf genommen. Er hat vorher in Kliniken hier in Bern als Arzt gearbeitet. Also aus Überzeugung wollte er das übernehmen und man hat dann, denn er war dann zeitweise wirklich sehr populär. Und er war ja vor allem im Zusammenhang mit dem sogenannten Käfigturmkrawall, also als verschiedene arbeitslose Handlanger, also unorganisierte schweizerische arbeitslose Handlanger, italienische Bauarbeiter vertrieben haben von den Baustellen. Da hat man ihm, der eigentlich vorher beschwichtigen wollte in dieser Lage, die Schuld zugegeben und ihm den Prozess gemacht. Und in diesem Zusammenhang, oder kurz zuvor, das ist noch nicht, aber er wurde schon vorher angefeindet von verschiedenen rechten Kräften in der Stadt Bern, hat eben Albert Streck, also der bekannte Gründer der schweizerischen Sozialdemokratie, hat zuerst ein längeres Zitat eingeführt, noch über die Grachen, die altrömischen Grachen, und dann Vassiljev mit diesen verglichen und gesagt, Zitat, ein arger Bösewicht ist der, denn der ganze Fortschritt der Arbeiterbewegung in der Stadt Bern in den letzten Jahren ist vornehmlich sein Werk. Und die Arbeiterbewegung, sofern sie nicht unter der Leitung und Obhut der Arbeitgeber sich hält, ist ja sicher vom Teufel. Das ist der Glaubenssatz jedes braven Berner Einwohners, also es gab einen Einwohnerverein, so eine Art Bürgerwehr damals, und überhaupt jedes Bourgeois.
Wassiljew hat freilich nie das Seine gesucht. Er hat vom Standpunkt des egoistischen auf seinen wohlbedachten Menschen die größten Opfer gebracht, und zwar ohne sich je derselben zu rühmen. Dieses Motiv hat mir ja schon ein bisschen bei Axelrod ist das auch schon angeklungen, vorher bei den anderen, dieses sich opfern für die große Sache, das scheint immer wiederzukehren. Es kommt dann auch in der berühmten Rede von Grimm in der Nationalratsdiskussion während des Landesstreiks, wo ja Angelika Balabanow auch, also Angelika Balabanow hatte auch einen Diplomatenpass dieser Sowjetmission, sie gehörte nicht formell an und wurde damals ausgewiesen. Dabei auch noch misshandelt von einer Menge, die sich versammelt hatte, als sich diese Sowjetmission besammeln musste, um ausgewiesen zu werden aus der Schweiz. Und in diesem Zusammenhang hat Grimm eben Angelika Balabanow gewürdigt und gesagt, ich fühle doch die Verpflichtungen mir Ihnen gegenüber, die Sie so geringschätzig über diese Frau urteilen, welche sie nur aus den Verleumdungen der Ochrana des alten Russlands, also des Geheimdienstes des alten Russlands kennen, die durch ihre ganze Presse gehen können. Ich sage Ihnen, dass Frau Balabanow eine der ältesten und größten Frauen ist, die wir in der gegenwärtigen Zeit haben. Sie können ihre Auffassungen nicht teilen und bekämpfen, aber Sie haben kein Recht, die Ehre einer so tapferen, edlen und uneingenützigen Frau, die ihr ganzes Leben für ihre Sache hingibt, in der Weise herunterzumachen und sie so hinzustellen, als ob sie irgendeine Hergelaufene sei. Zwischenruf, man hat nur gesagt, sie sei eine Agitatorin. Eine Agitatorin gewiss, aber sie ist nicht in die Schweiz gekommen, um die Schweizer Arbeiter in der Revolution hineinzuhetzen. Sie hat ganz anderes zu tun. Damit spielt Grimm darauf an, dass ich kann das nicht ganz belegen, dass Angelika Balabanow eine weitere Konferenz der sogenannten Zimmerwalder Bewegung eben hätte organisieren sollen, die pikanterweise Fritz Platten in einem Gespräch mit dem Bundesrat ausgeplaudert hatte. Und ich nehme eben an, dass das vielleicht nicht ganz unbewusst war, dass er das gemacht hat, weil damit war eigentlich für den Bundesrat klar, die muss sowieso weg. Und das hätte eben vielleicht eine andere Kommunikation zwischen der östlichen und der westlichen Arbeiterbewegung ermöglicht, als es dann der Fall war, als in Moskau eine handverlesene Jar, wo Balabanow am Anfang noch dabei war, aber sie hat sich dann sehr schnell überworfen mit der kommunistischen Internationale, diese sogenannte dritte Internationale schließlich gründete. Ja, wie gesagt, dieses Bild des aufopfernden Kämpfers zieht sich generell durch diese Würdigungen. Ich habe hier vielleicht noch eben zu Angelika Balabanow, was zu ihr auch noch zu sagen ist, ist, dass sie eben vor allem unter den italienischen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz gewirkt hat. Und ihr größtes Unglück, wie sie das immer beschrieben hat, ist, dass sie dabei einmal einen zerlumpten Lehrer aus Italien auch getroffen hatte, unter der sich, wie sie das ausdrückt, in ihren Erinnerungen von den italienischen Bauarbeitern aushalten ließ. Und sie habe den dann aufgepäppelt, also auch rein ihm zu essen gegeben und alles, und ihn zu einem Agitator machen wollen für die italienische Sozialistische Partei. Und das war niemand anderes als Benito Mussolini. Und sie war dann später, er hat ja dann im Herbst 1914 angefangen, nachdem die italienische Sozialistische Partei ja als eine der wenigen konsequent gegen den Kriegseintritt dieses Landes war, dann eben für den Kriegseintritt zu agitieren. Und sie war dann auch die und vorangetrieben hat, dass er ziemlich schnell ausgeschlossen wurde und wurde zu einer seiner schärfsten Kritikerinnen und Gegnerinnen. Also sie ist wirklich eine sehr faszinierende Person, die eben die Lenin-Mussolini, die so quasi das ganze politische Spektrum persönlich gekannt hat, zeitweise in diesem Jahrhundert. Es ist gerade eine neue Ausgabe auch von ihren Erinnerungen an Lenin ist herausgekommen, die auch an der Tagung, die wir veranstaltet haben im Volkshaus zu der Zimmerwalder Konferenz vorgestellt wurde. Ja, vielleicht wichtiger als diese eben direkt in der organisatorischen Arbeit tätigen Leute, oder nicht wichtiger, aber bedeutender, quantitativ bedeutender, waren eigentlich Leute, die in der Theorie- und Bildungsarbeit tätig waren. Und wie ich schon angetönt habe, war ja ein großer Teil dieser Migrantinnen und Migranten eben waren Studentinnen und Studenten. In der schweizerischen Arbeiterbewegung waren zwar einige der ursprünglichen Exponenten, hat es einige Juristen, also Leute, die vom Freisinn, vom linken Flügel des Freisinn hergekommen sind, aber die meisten, auch die führenden Leute, waren gelernte Arbeiter. Also sicher eine vergleichsweise besser qualifizierte Schicht, also wie eben Typografen wie Grimm, Buchbinder wie Greulich. Aber doch, für viele Funktionen braucht es halt auch Leute mit einer akademischen Bildung. Und
bis zu einem gewissen Grad haben Emigrantinnen und Emigranten aus der eben aus dem Russischen Reich hier eine Funktion, eine wichtige Funktion auch übernommen in der schweizerischen Arbeiterbewegung. Und hier ein Zitat von Ernst Nobs, der, also des ersten sozialdemokratischen Bundesrats, der ja sehr auch zeitweise sehr aktiv eben auch einen Austausch hatte mit dieser Migration. Und er hat übrigens diesen Artikel, ist noch interessant, er hat den geschrieben in der Roten Revue, also der Theoriezeitschrift der Schweizerischen Sozialdemokratie 1954, nachdem er in der NZZ angegriffen wurde, eigentlich nachdem dort genau diese Theorie, die ich am Anfang vorgestellt habe, wieder aufgewärmt wurde, eben von den russischen Drahtziehern und so in der Schweizerischen Arbeiterbewegung. Und dann hat er sehr lebendig und ich denke, dass er zum Teil eine gewisse Nähe, die er zeitweise, die er nicht, Grimm eben nicht, aber die er zeitweise doch zu Lenin hatte, etwas herunterspielt, aber trotzdem finde ich, es ist es im Ganzen eine sehr anschauliche Quelle. Und eben hier zum Thema jetzt, warum diese intellektuellen Diskussionen, warum hier vielleicht eine gewisse besondere Qualifikation auch der russischen Emigration vorhanden war. Er sagt, in der russischen Emigration gehörte die alltägliche Diskussion der täglichen Begebenheiten und besonders die Diskussion politischer und nationalökonomischen Fragen, ich hätte beinahe gesagt, zum täglichen Brot. Das wäre zu viel gesagt, denn ihr Brot war karg bemessen. Sagen wir besser, diese Diskussionen waren so obligatorisch wie der Tee, den man dazu trank, und die Zigaretten, die geraucht wurden. Also hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung, das ist auch interessant, der Tee, der kommt dann noch einmal, sagt dann bei einer seiner wenigen Begegnungen mit Lenin, sei Lenin auf die Redaktion des Volksrechts gekommen und er habe ihm gesagt, er könne doch einen Tee mitnehmen, obschon Lenin eigentlich nicht. Und dann habe Lenin gesagt, eine Einladung zum Tee dürfen könne ein Russe nie ablehnen. Das sind so einige Sachen, die immer wieder kommen, diese kommt jetzt hier nicht, aber sonst auch immer diese nächtlichen Diskussionen, das finde ich auch noch bezeichnend, aber ich kann das weniger beurteilen, weil ich eben nicht ein Spezialist für Osteuropa bin, ob das wirklich typische Sachen sind oder was einem schweizerischen oder westeuropäischen Zeitgenossen an den damaligen Russinnen und Russen aufgefallen ist. Ja, hier zu erwähnen, über ihn muss ich vielleicht nicht so viele Worte verlieren, aber es ist ja wirklich einer, er war Professor an der Uni Bern, Naum Reichersberg, der wirklich einer der Pioniere eigentlich der Sozialwissenschaften in der Schweiz war. Also vielleicht kennen einige von Ihnen noch das umfangreiche Handwörterbuch der schweizerischen Volkswirtschaft und Statistik, das er herausgegeben hat. Und eben auch der Sozialpolitik, also er gehörte zumindest der schweizerischen Sozialdemokratie an. Bei den Russen ist es nicht so ganz klar, ob schon er als gemäß verschiedenen Berichten, auch die da sind, als Haupt der Migration galt, der eben von allen Strömungen akzeptiert wurde und der den Leuten auch half bei allerhand Problemen mit den Behörden und so weiter. Und er war auch, was eigentlich untypisch ist für einen Sozialdemokraten in dieser Zeit, auch sehr aktiv in den, also nein, so untypisch ist für die erste Generation ist es nicht. Ähnlich wie Greulich war er auch aktiv in eben der sogenannten, im Dialog mit sogenannten bürgerlichen Sozialreformen, also mit den dem Internationalen Arbeitsamt, der Vorgängerstruktur der Internationalen Arbeitsorganisation, die ja dann gegründet wurde nach dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel. Also er ist sicher eine nicht zu übersehende Figur in diesem Zusammenhang, der auch neben seinem universitären Auftrag, in seinen Vorlesungen gingen auch viele Arbeiter, unter anderem Grimm besuchte regelmäßig seine Vorlesungen. Der hat eine wichtige Rolle, die über die universitäre Bildung hinausging, gespielt. Ich komme jetzt aber auch zu einigen eigentlich vergessenen Leuten, die hier wichtig sind. Und ich zitiere hier aus einer interessanten Erinnerung, die ich erst über das Buch Tim Roald-Kindahl kennengelernt habe, nämlich vom Bundisten Wladimir Medem, der in seiner umfangreichen Lebenserinnerungen auch auf die sogenannte Berner Kolonie eingegangen ist, also auf die Leute aus Russland, vor allem die jüdischen Leute aus Russland, die in Bern damals waren. Und dazu sagt er, die Sozialdemokratie, also die Partei, dazu muss man sagen, die Partei von Plechanow, Axelrod und so weiter, die Sozialdemokratie wurde in Bern von den zwei Axelrod-Schwestern repräsentiert. Was ich hier vielleicht noch anfügen muss, die sind nicht verwandt mit Pavel Axelrod. Die ältere Ljoba war die bekanntere der beiden. Unter ihrem literarischen Pseudonym Orthodox hatte sie etliche Essays, vor allem im Bereich der Philosophie, geschrieben. Hier vielleicht noch eine kleine Einschiebung, also der bekannteste Kenner der
marxistischen Ideengeschichte Kowalkowski hat behauptet, dass das berühmte Buch von Lenin Materialismus in dem Bürokritizismus, ich kann das nicht beurteilen, bin philosophisch zu wenig behandelt, eigentlich ein Plagiat von Ljubow Axelrod sei. Ah, bin ich offenbar. Ja, also gut, ich komme, die ist jetzt vielleicht weniger wichtig, sondern wichtiger ist die eben weniger bekannte Ida Axelrod in diesem Zusammenhang, die sehr aktiv war in der Arbeiterbildung in Bern, die zum Beispiel auch Broschüren verfasst hat über Rousseau, über Shakespeare, über, die sehr aktiv war, die auch Frauen, an den Frauentagen der Arbeiterbewegung häufig aufgetreten ist, die sich dann allerdings, weil sie eben eine starke Anhängerin Plechanows war, sich dann bis zu einem gewissen Grad isoliert hat, weil sie eben eine starke Verteidigerin dieser Landesverteidigung Russlands und vor allem Frankreichs und Belgiens war. Und Medem behauptet, sie sei in Russland 1918 an Hunger gestorben. Es findet sich tatsächlich in der Vorkämpferin, also in der Zeitschrift der sozialdemokratischen Frauen, ein Nachruf an sie, wo es heißt, ohne weitere Gründe, dass sie 1918 gestorben sei. Ich erwähne hier nur, weil mir offenbar die Zeit langsam davonrennt, erwähne ich noch weitere, Miron Nachinson, einen marxistischen Ökonomen, der dem jüdischen Arbeiterbund angehörte, und Mieczysław Bronski, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein polnischer marxistischer Ökonom, der den Bolschewiki nahestand. Und die haben in der Zeitschrift Neues Leben, also der Vorgängerzeitschrift der Roten Röwi, der Theoriezeitschrift der Schweizerischen Sozialdemokratie, eine bis heute lesenswerte Polemik sich geliefert, ob die Schweiz jetzt ein imperialistisches Land sei. Also solche Diskussionen wurden sehr stark auch aus diesem Milieu vorangetrieben. Was passiert jetzt nach 1917? Welche Brüche, welche Kontinuitäten gab es? Also das Zentrum, eben diese, ich bin ja jetzt vor allem sehr stark auch auf die nicht-bolschewistischen Teile der sozialistischen Emigration eingegangen. Und die hatten nur sehr kurz eine Möglichkeit, nach der Oktoberrevolution noch tätig zu sein in Russland. Das heißt, die mussten wieder ins Exil gehen. Was jetzt interessant ist, ist, dass das nicht mehr in der Schweiz war, sondern das war stärker zunächst bis 1933 in Berlin. Dann ging es dort natürlich auch nicht und dann bis 1940 in Paris und schließlich in New York, wo die waren. Sogar Axelrod, der Schweizer Bürger war, ist in Berlin gestorben, weil dieses Zentrum der Migration eben dann dort war. Man kann hier, das brauchte auch mehr Untersuchung, warum das so war. Also ich kann mir sehr stark vorstellen, dass diese starke Einschränkung, die ja häufig betont worden ist, am Ende des Ersten Weltkriegs des Asylrechts in der Schweiz und des Klimas, wie es eben in der Ausweisung der Sowjetmission zum Ausdruck gekommen ist, dass ja, die ja damals zum Teil auch noch durchaus nicht nur rein linientreue Bolschewiken betroffen hatte, dass das eine Rolle hier spielte und dass eben dass halt auch die Präsenz in einer Metropole wie Berlin irgendwo durch attraktiver war, vor allem wenn man dort einen Handlungsspielraum hatte, der vor dem Ersten Weltkrieg schlicht nicht bestanden hätte. Über die KPS und die PDA, das lasse ich jetzt. Ich möchte nur noch in diesem Zusammenhang noch sagen, dass die Beziehung in der internationalen Arbeit der schweizerischen Sozialdemokratie zu den Menschewiki und auch in geringerem Maß zu der Partei der Sozialisten Revolutionäre weiterhin sehr wichtig blieb. Also die sogenannte internationale Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Parteien, die so eine Art Zwischengruppe war zwischen der Komintern und der alten Zweiten Internationale, die quasi das Erbe der Zimmerwalder Mehrheit weiterführte, die wurde maßgeblich von der SPS mitgeprägt, aber auch von den Menschewiki unter ihrem damals wichtigsten Führer Julius Martow, der Grimm sehr nahe gestanden ist. Das ist wichtig und das ging auch weiter, nachdem sich die internationale Arbeiter, diese sogenannte zweieinhalbte Internationale dann mit der alten Zweiten Internationale zur sozialistischen Arbeiterinternationale wieder vereinigte 1923. Und ich schließe von dort her mit einem Zitat, das Grimm am Kongress der SAI 1931 brachte, wo er einen Teil der Sitzungen präsidierte, zusammen mit einem eben Menschewisten. Und er sagte hier, in den Vorsitz der Vormittagssitzung teilen sich gemäß der Anordnung des Büros die sozialdemokratischen Parteien Russlands und der Schweiz. In der Berufung des Genossen Abramowitsch, er der Kongress und er die internationalen Genossen, deren gewissenlose Diktatoren in infamer Weise zu verleumden und zu entehren versucht haben. In der Person des Genossen Abramowitsch begrüßt der Kongress zugleich die russische Sozialdemokratie,
Eine Partei, die vor der bolschewistischen Diktatur in Russland unter der Führung eines Axelrod, eines Plechanow und eines Martow verfolgt und unterdrückt war und die jetzt durch eine schamlose Justizkomödie in den Augen des Weltproletariats kompromittiert und entehrt werden sollte. Diesen Versuch weisen wir mit Entrüstung zurück. Unsere Sympathie gehört den verfolgten Sozialdemokraten der Sowjetunion. Ihnen, die in den Kerken schmachteten, senden wir unseren Gruß. Nie wird sich die sozialistische Arbeiterinternationale mit dem Gedanken aussöhnen, dass der Sozialismus durch die Vergewaltigung breiter Massen, durch die Terrorisierung andersdenkender Teile des Proletariats verwirklicht werden kann. Nie werden wir die Hoffnung aufgeben, dass es dem Einfluss der sozialistischen Arbeiterinternationale gelingen werde, auch in Russland Bedingungen zu schaffen, die unerlässlich sind, um die Ziele des Sozialismus zu erringen, die Freiheit des Wortes, der Gedanken, der Idee. Und das schloss dann mit lebhaftem Beifall. Grimm hielt auch danach an dieser Nähe zu den Menschewiki fest. Als 1939 größere Diskussionen stattfanden, also eine Krise eintrat der SAI, der Sozialistischen Arbeiterinternationale, nahm er klar dafür Partei, dass die illegalen Parteien weiterhin eine wichtige Rolle spielen müssten, also in den faschistischen Staaten, aber auch in der Sowjetunion. Zitat: Eine sozialistische Internationale ohne die illegalen sozialistischen Parteien ist undenkbar. Sie muss schon bestehen mit Rücksicht auf das Gegengewicht zur Komintern, die sich mit dem Hitler-Stalin-Pakt um den letzten Rest ihres ohnehin bescheidenen Kredits gebracht hat. Zitat Ende. Wie stark diese Verfolgung, diese Rolle, diese Identifizierung mit der Verfolgung auch im Stalinismus eine Rolle gespielt hat in der schweizerischen Sozialdemokratie, merkt man darin, dass sogar ein Mann, der zeitweise ein grosser Gegner der Sozialdemokratie war, nämlich Trotzki, einen Nachruf erhielt in der Tagwacht, in dem er von Hans Vogel sehr wahrscheinlich, also es ist nicht unterzeichnet, aber ich muss aus verschiedenen Bemerkungen im Artikel schließen, dass er das geschrieben hat, einen Nachruf erhielt, der eigentlich von mir aus gesehen einen bezeichnenden Schluss hat. Vogel schrieb, es würde nicht zu den stalinischen Methoden passen, Trotzki nur ins Exil zu schicken. Und so beginnt mit seiner Verfolgung und Exilierung auch jene Diffamierung Trotzkis. Noch eben der gepriesene Schöpfer der Roten Armee, der Mann, der in einem Atemzug mit Lenin genannt wurde, war Trotzki jetzt auf einmal der Verräter. Trotzki ist tot. Irgendwo atmet einer auf. Wieder ist ein großer beseitigt, der ihn den Weg beschatten konnte. Die Arbeiterschaft der Welt mag aber für einen Augenblick ihr Haupt verhüllen. Denn Trotzkis Tragödie ist auch ihre Tragödie. Das Verfolgtsein, das Verfemtsein, das sich aufopfern, das verleumdet werden, das gehetzt sein und das erschlagen werden, das zugrunde gehen im Bruderkampf, wie kein anderes symbolisiert Trotzki das Schicksal, das arme Los der Arbeiterschaft. Ja, diese Passage erinnert irgendwie auch wieder an diese Faszination, die Kautsky erwähnt hat. Also man hat fast den Eindruck eben, dass bis zu einem gewissen Grad diese Migrantinnen und Migranten auch eine Projektionsfläche für verschiedene, für die Anliegen und auch die schmerzhaften Erfahrungen gerade 1940 der schweizerischen Arbeiterschaft auch waren bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung eben, dass diese Beziehungen auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine Rolle spielten. Als Lydia Dahn, die Frau eines und auch selber sehr aktive Menschewikin, in der UNO anfing zu arbeiten, erhielt sie Anfang eigentlich keine Einreisebewilligung in die Schweiz. Und es waren Grimm und Nobs, die dann intervenierten und ihr diese Einreisebewilligung ermöglichten. Und Angelika Balabanov, eben die berühmte ukrainisch-italienische Sozialistin, die ausgewiesen worden war 1918, erhielt dann auch, als Nobs Bundesrat war, wieder eine Einreisebewilligung. Also man sieht, diese Beziehungen brachen jetzt im Lebenszeitraum dieser Leute eigentlich nie ganz ab. Ja, ich komme jetzt somit zum Schluss. Wie ich gesagt habe, nach den Nachbarländern war eigentlich Russland das wichtigste Herkunftsland der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz. Die Schweiz diente, um mit Erich Kruner zu sprechen, dem sozialdemokratischen Exil als Drehscheibe. Und da die weiteren Sachen, ja, ich habe das ausgeführt, ich muss das jetzt eher eine Zusammenfassung. Was hier vielleicht noch zu sagen ist, also ich bin jetzt auf die nicht weiter angegangen, es gab auch auffällig viele Exponentinnen und Exponenten der schweizerischen Sozialdemokratie, die dann längstens eingebürgert waren, manchmal aus der zweiten Generation, die auch weiterhin führende Rollen spielten, einige auch Nationalräte wurden.
wahrscheinlich ein großer Pionier auch der Osteuropa-Geschichte, Valentin Gittermann, ich denke, er ist nach wie vor bekannt, der ja auch Nationalrat war in Zürich, der auch diesen Hintergrund hatte. Ja, jetzt bin ich offenbar bei den Teilen, die weniger gut formuliert waren, etwas länger geworden. Ich hoffe, wir haben trotzdem dann noch etwas Zeit für Fragen und die Diskussion. Ja, herzlichen Dank, Adrian Zimmermann, für diesen detailreichen Vortrag. Man merkt, dass Sie wirklich in der Materie absolut drin sind. Was ich jetzt mache, ist das Licht an, damit wir uns alle etwas sehen. Ja. Und dann eröffne ich direkt die Diskussion. Ist mein Mikro auf? Ja, jetzt. Danke. Wem darf ich das Mikrofon übergeben? Es gibt einen berühmten Brief von Lenins Abschiedsbrief an die schweizerische Arbeiterschaft. Können Sie zu dem noch etwas sagen? Es ist etwa 4 Seiten lang und er nimmt doch ziemlich direkt Bezug auf die Situation in der Schweiz, was er von der Schweiz hält. Ja, ich bin bewusst eben auf einige Dinge, die vielleicht etwas bekannter sind, nicht so im Detail eingegangen. Dabei geht es ja um die Auseinandersetzung, die eben innerhalb der Zimmerwalder Bewegung zwischen der sogenannten Zimmerwalder Linken um Lenin und die Mehrheit der Zimmerwalder Bewegung eigentlich stattgefunden hat. Und in diesem Zusammenhang versucht es auch das einzige Mal, dass man wirklich sagen kann, dass Lenin und seine, die Leute um ihn herum, eben unter anderem Bronski, den ich erwähnt habe, auch Karl Radek, den ich nicht erwähnt habe, den man auch erwähnen sollte, es war strikt gesehen ein Österreicher und kein Russe gewesen, haben damals versucht, Einfluss zu nehmen auf die Militärdiskussion innerhalb der schweizerischen Sozialdemokratie, eigentlich mit dem Hintergedanken, damit eine schweizerische Partei hinzubekommen, die mehr ihre Linie in der Zimmerwalder Bewegung vertritt. Es ging dabei weniger darum, denke auch hier weniger darum, wirklich in der Schweiz, das war denen auch klar, dass da nicht jetzt unbedingt die etwas noch, also die Radikalisierung, die fand statt aus den Verhältnissen heraus, aber noch etwas noch Revolutionäres passieren würde. Auch wenn 2, 3 Bemerkungen ja auf 1848 oder 1847, 48 auch zu finden sind in diesem Zusammenhang, also dass sozusagen eine solche Bewegung ausgelöst werden könnte in der Schweiz. Aber ich denke, dieser Abschiedsbrief ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Also dass er eigentlich an seine Anhängerinnen und Anhänger im engsten Sinn, eben, dass die vor allem in Zürich eine gewisse Bedeutung hatten damals, dass er an die geschrieben hat. Aber ich habe ihn jetzt nicht noch einmal gelesen für hier, also dass ich muss es, glaube ich, auf das beschränken jetzt. Ich habe eine Frage zu dem, was Sie angedeutet haben, was für mich ganz neu war. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen provokant jetzt formuliert, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, dass die Angehörigen aus dem Zarenreich hier in der Schweizer Arbeiterbewegung auch eine bedeutende Rolle in der Theorie- und Bildungsarbeit übernommen haben, die so von Schweizer Seite nicht geleistet wurde. Habe ich das richtig verstanden? Muss ich mir das als komplementär vorstellen? Vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Ja, ich denke, es war mir eben auch vielleicht im Rahmen dieses, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich das eingeschaltet habe. Ist es eingeschaltet? Ja. Ich muss sagen, das ist für mich bis zu einem gewissen Grad eine Entdeckung, als ich den Auftrag erhalten habe, hier diesen Vortrag zu halten, dass das schon bis zu einem gewissen Grad so war. Und wenn man auch liest, was ich denke, vor allem in dieser theoretischen Arbeit im engeren Sinne. Man hat zwar die SPS hat seit 1904 nach dem Vorbild des Erfurter Programms der SPD verfasstes marxistisches Programm, aber ich denke, bei der Rezeption des Marxismus spielten namentlich Plechanow und Axelrodt eine nicht unwichtige Rolle. Und wenn man übrigens im selben Anlass wie dieser Brief, an dem ich vielleicht ein bisschen zu ausführlich zitiere, oder diese Würdigung von Greulich über Axelrodt, dass der ich vielleicht etwas zu ausführlich zitiert habe,
aus demselben Anlass hat auch Kautsky eine Würdigung von Axelrod geschrieben, bei der er eigentlich betont, dass es eine dass die russische Schule quasi gleichzeitig entstanden sei wie die deutsche marxistische Schule. Und da ist es natürlich schon relativ interessant, eben zu sehen, dass diese Leute da waren in der Schweiz, dass Plekhanow die ganze Zeit in Genf war, dass er manchmal auch übrigens aufgetreten ist, vor allem an Maifeiern in Bern und zum Teil an sozusagen Solidaritätskundgebungen für im Rahmen 1905 bei der russischen Revolution. Das scheint schon eine gewisse Rolle gespielt zu haben. Also eine weitere Anekdote, die ich dazu nur sagen kann, ist, dass als Grimm seine zweite Frau kennengelernt hat, Jenny Grimm, scheint er ihr, dass sie sich einlesen kann in die marxistische Theorie, dass sie das auch besser kennenlernen kann, hat er ihr auch eine Schrift von Plekhanow und nicht von Kautsky übergeben. Also der scheint doch eine gewisse Rolle in der schweizerischen Bewegung gespielt zu haben. Und dann natürlich genau Leute eben wie diese Ida Axelrod, die ich vorher das Einzige, was ich über sie wusste, wie ich auf sie gestoßen bin, ist, dass Grimm eine so halb ironische Bemerkung macht in einem Schreiben an Paul Axelrod, eben der nicht verwandt war, wie ich schon gesagt habe, im Vorfeld der Zimmerwalder Tagung, dass er sagt, seine Kinder würden sich sehr freuen, wenn der Onkel Axelrod mal wiederkomme, weil die Tante Axelrod jetzt nicht mehr zu Bezug kommt, seit sie politisch untreu geworden ist, weil sie eben für die Kriegsbeteiligung eingetreten ist. Also ich glaube, die war, und eben, ich bin dann auf Spuren gestoßen von relativ vielen Vorträgen, von eben, dass man eine Würdigung von Rousseau, dass sie das geschrieben hat, also es scheint eine interessante Figur auch zu sein. Aber ich kann nicht viel mehr sagen dazu, als das, was ich jetzt im Rahmen dieser Recherchen festgestellt habe. Mir ist einfach auch aufgefallen, jetzt dank dieser sich zunehmenden Digitalisierung einzelner Quellen, der gewerkschaftlichen Rundschau unter anderem, das neue Leben ist leider da noch nicht dabei, das habe ich aber durchgearbeitet, dass eben diese Leute genau in der Zeit kurz vor und während des Ersten Weltkriegs in dieser Theoriediskussion doch sehr präsent sind. Also die Namen, die ich erwähnt habe. Dazu müsste man noch Radek dazu nehmen, nämlich ich habe den etwas weggelassen, weil er bekannter ist und weil er im strikten Sinn, auch wenn er in der vor allem im russischen Polen tätigen Sozialdemokratie tätig war, eigentlich, er war ein österreichischer Staatsbürger, also in dem Sinn habe ich ihn nicht jetzt voll dazu genommen. Also diese Leute haben auch so für außenpolitische Einschätzungen, in der Presse haben sie eine wichtige Rolle gespielt, das findet man aber auch in der Literatur, aber eben vielleicht darüber hinaus noch in diesen Fragen. Ja. Nur kurz eine Frage, weißt du etwas über die ökonomischen Grundlagen, auf denen diese russische Kolonie in der Schweiz gelebt hat? Also die müssen ja sich auch irgendwo ihr Leben verdienen, wenn sie nicht aus den reichen Familien kommen. Das ist auch ein ausgesprochenes Forschungsdesiderat, muss ich sagen. Ich habe mich das 2-3 Mal gefragt bei der Lektüre, habe mich auch gefragt, warum man dazu nicht mehr geforscht hat schon. Also das wäre sehr interessant. Und eben zum Beispiel im Nachruf auf diese erwähnte Ida Axelrod, die ja die promoviert hat an der Uni Bern als Literaturwissenschaftlerin, heißt es aber auch, sie habe als Proletarierin gelebt und gelitten. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es nicht so absurd ist, wie es tönt. Ich denke, diese Leute mussten auch verschiedenste Arbeiten halt auch annehmen, die es gab. Also ich weiß nur aus den Erinnerungen einer Biografie von Lydia Dan, die ich kurz auch erwähnt habe, die weniger in der Schweiz im Exil war, dass sie in den 30er Jahren dann, also viel später eben auch, dann irgendwie gesagt hätte, sei sie mit Mühe und Not davon gekommen, in die Fabrik gehen zu müssen. Oder? Weil ich meine, vielleicht waren die manchmal nicht aus ursprünglich, also Angelika Balabanova war ursprünglich sogar wirklich aus einem sehr reichen Elternhaus, aber die hatte nichts mehr in den 20er Jahren, weil die wirklich auch alles aufgeopfert hat. Die wurde irgendwie dann von einer Freidenkerorganisation hat sie eine Stelle bekommen oder von verschiedenen Leuten unterstützt. Also das wäre sehr interessant und eben auch ein bisschen mehr, vielleicht noch stehen wirklich einfach bei einem Standardwerk von Gruner so ein paar Sachen zu diesem Textil, also nicht Bekleidungsarbeiter, das ist nicht dasselbe wie Textilarbeiter. Man hört manchmal auch von Typografen von Einzelnen, die es auch gegeben hat, aber da ist, also die Leute, die mehr über diese Frage geforscht haben, müssen mich korrigieren, aber meines Erachtens gibt es hier wirklich noch große Forschungsdesiderate. Also die Russen wurden von ihren Schweizer Genossen ja immer als etwas konsequenter als auch
was dogmatischer beschrieben. Was ich mich frage dabei, ist das jetzt zwingend ein politischer Unterschied, dass die Russen politisch etwas anderes glauben, oder hat es nicht viel mehr mit der unterschiedlichen Mentalität zu tun, dass die Russen halt vielleicht etwas direkter kommunizieren, auch etwas schroffer, sich nicht gleich 5-mal entschuldigen, bevor sie etwas sagen? Also kommt da in Ihren Forschungen irgendetwas heraus, dass sie über das Politische hinausgeht und vielleicht auch etwas die unterschiedlichen Mentalitäten mit einbezieht? Da muss ich vielleicht dazu einfach anmerken, dass ich vielleicht zu wenig über die russische Mentalität Bescheid weiß. Also ich habe das erst auch eben aus den Wahrnehmungen jetzt der schweizerischen Arbeiterführer begründet. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn Sie das ansprechen, dass das eben auch einen Teil der Faszination ausmachte. Dass man eben vor allem, wenn man, was natürlich Grimm vor allem bewusst wollte, er wollte sich wirklich auf den Boden eben einer klar marxistischen Begründung stellen, er suchte das und dann fand er das vielleicht eher in einer solchen Mentalität. Und ich denke, ein wichtiger Hintergrund ist natürlich sind die ganz anderen politischen Kampfbedingungen. Dazu kann ich vielleicht etwas mehr sagen, oder? Dass die Russland stand, und das war damals eigentlich, das ist dann erst wieder umstritten im Rahmen zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution, aber die gingen alle davon aus, ihnen steht eine bürgerliche Revolution bevor, in der eben aber die Arbeiterschaft, weil eben das Kleinbürgertum vor allem sehr unbedeutend sei in Russland, die Arbeiterschaft die Führungsrolle übernehmen müsse und auch diese der Arbeiterschaft nahestehenden Intellektuellen. Und ich denke, das hat eine ähnliche Faszination ausgeübt wie auf die heutige Linke verschiedenste internationale Solidaritäts. Ja, wie, das ist ja auch heute so, dass immer, wenn gerade wieder an einem anderen Ort eine Bewegung ist, dass dann die Faszination für diese Bewegung wieder da ist. Und die zentrale Faszination in dieser Zeit war ganz klar für Russland und schon lange vor 1917. Oder? Vor allem mit 1905 war das sicher offensichtlich, aber bis zu einem gewissen Grad schon vorher. Und ich denke, das ist in diesem Zusammenhang auch wichtig. Dann diese eher kulturellen Mentalitätsunterschiede, da bin ich wahrscheinlich nicht so kompetent dafür und finde es auch immer etwas schwierig dann. Die so klar festzumachen. Ja, meine Frage würde eigentlich gerade da auch einhaken, also auf die Wahrnehmung der Russinnen und Russen in der Schweiz. Also Sie haben gesagt, sie hätten sich durch eben Kleidung ausgezeichnet, Teekonsum, Dogmatismus. Also kann man da irgendwie zwischen den 1860er, 70er Jahren und dann 1914 auch eine Veränderung feststellen? Oder bleiben die Stereotype auch konstant? Gut, es ist vielleicht schwierig, weil diese Quelle ja aus der Erinnerung in beiden Fällen der 20er Jahre ist. Ist sogar die weiter zurückreicht, ist ja sogar jünger als die weniger weit zurückreicht. Der Nachruf von Grimm ist 1924 auf Lenin und diese Erinnerung an Axelrod ist von 1925, von Greulich, der sehr alt ist damals schon, oder? Das muss man auch noch dazu schreiben. Es kann natürlich auch sein, dass diese Stereotype in dem Sinn auch eine Rückprojektion sind. Also das muss man quellenkritisch sicher so sagen. Aber der Hauptunterschied, zu dem ich auch kompetenter bin als zu diesen Sachen, weil ich finde, es ist schwierig, sich in diese Atmosphäre zurückzuversetzen, wenn wir sie nicht selber gesehen haben. Aber der Hauptunterschied ist natürlich zwischen den beiden Sachen schon die ganz andere ideologische, zumindest offiziell ideologische Grundlage. Also damals waren sie wirklich vor allem eben Anhänger Bakunins oder dann später der Narodniki, die sich aber doch weitgehend aus dieser Tradition auch irgendwo speisen. Und anfangs eben vor dem Ersten Weltkrieg dominieren natürlich total eine marxistische Auffassung dieser Verhältnisse und eine marxistische Analyse. Und das wird eben auch sehr stark, wahrscheinlich auch, vielleicht knüpft das auch noch ein bisschen an die vorherige Diskussion, irgendwo sind ja die auch, Exilgruppen wahrscheinlich generell, können ja nicht so direkt praktisch dort arbeiten, wo sie möchten. Also spielen natürlich auch die theoretischen Diskussionen eine wichtigere Rolle. Und ich denke, das war in beiden Fällen so, in der Zeit um 1870 herum, aber dann auch vor dem Ersten Weltkrieg. Aber der Hauptunterschied würde ich jetzt bei den Fragen, zu denen ich einfach äußern kann, oder würde ich eigentlich hier sehen. Also dass sie irgendwo durch näher, in diesem Sinne näher standen, dann dem Mainstream in der schweizerischen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Auf der anderen Seite, in den 1870er Jahren, ja, ich muss jetzt auf die Fédération Jurassienne und so, gehe ich jetzt auch nicht weiter ein. Ich meine, Bakunin hatte eine große Anhängerschaft in der Schweiz. Eine letzte Frage noch, denke ich, dann müssen wir den Raum verlassen, bevor uns
der Haushalt. Sie haben gesagt, dass in diesem Kasten da im heutigen Hotel Bern wurden diese großen Diskussionen geführt. Mich würde interessieren, wie stand das eigentlich mit den sprachlichen, mit der Verständigungsmöglichkeit? Ich kann mir ja vorstellen, die Russen, wenn die untereinander waren, da haben die wahrscheinlich vor allem Russisch miteinander gesprochen. Wie konnte die Kommunikation zwischen den Russen und den Schweizern sichergestellt werden? Gibt es da irgendwelche, weiß nicht, Zeugnisse oder dass man auch mal etwas über die geschrieben hat? Weil irgendwo habe ich mal gelesen, die Russen seien aufgefallen, weil sie auch sehr viel laut diskutiert hätten. Und das ist einigen Schweizern auf den Wecker gegangen. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Ja, eben, also diese, ich habe einfach jetzt auch Quellen etwas heranziehen wollen, die etwas weniger bekannt sind, oder die sind ja sehr bekannt. Aber das ist leider, obschon sie zum Teil aus der eigenen, also unter anderem auch Grimm hat das geschrieben, aber er sagt dabei auch nicht, welchen Schweizern genau, ob das jetzt auch in den eigenen Reihen war, es ist etwas unspezifisch, man weiß nicht so recht, spricht er jetzt einfach von den Anwohnern im Lengasse-Quartier, die dann, wenn die irgendwie vielleicht auch am Abend länger diskutiert haben und dann entsprechend laut sind, sich belästigt fühlen, oder ist das wirklich auch etwas innerhalb der Bewegung, da kommt man dann nicht ganz nach. Ich denke jetzt bei dieser Quelle, dort war er schon anwesend, das ist der Grimm, der das sagt mit dem alten Kasten, und da war er anwesend im, also es sind noch zwei verschiedene, es kommt ihm das, was er sich an Lenin erinnert, oder an das, was er das erste Mal Lenin da gehört hat, da denke ich, war er einfach Zeuge einer Diskussion und wahrscheinlich haben ihm Russen das etwas übersetzt, unter den Russinnen und Russen, oder das war, dort war er bei dem. Und sonst bei anderen Diskussionen, denke ich, diese Leute waren sehr sprachbegabt. Also wenn man sie zu Axel Rotter schreibt, weitgehend fehlerfrei Deutsch, dann viele konnten gut Französisch. Also ich denke, die haben ja auch eben, wenn sie hier studiert haben, denke ich, in der Regel, wenn es dann Diskussionen so waren, dürfte es da wenig sprachliche Verständigungsprobleme gegeben haben. Aber jetzt eben bei der anderen Sache, also ich rekonstruiere das zumindest so, also da war er in einer russischsprachigen Diskussion, also deswegen hat er wahrscheinlich dann aber auch, ist ihm dieses Lenin so aufgefallen, weil er den Rest nicht so gut verstanden hat. Ja, und ihm da irgendjemand daneben in Flüsterübersetzung gesagt hat, um was geht es jetzt. Aber das ist natürlich, da lasse ich auch etwas meiner Fantasie freien Lauf jetzt. Ja, im Hinblick eben auf die fortgeschrittene Zeit, glaube ich, schließen wir hier den Abend mit sicher vielen Fragen, die wir aber vielleicht auch noch in den nächsten Vorträgen, die noch folgen, wieder ansprechen werden. Es wird ja auch ganz gezielt nochmal zu den russischen Studentinnen der Universität als Pärchenschmiede etwas geben und es wird nochmal von den Internierten in der Schweiz die Rede sein. Ich denke, da werden solche Fragen wie nach der sprachlichen Verständigung sicher auch wieder aufkommen. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Hiersein, fürs Mitdiskutieren. Ganz herzlichen Dank an Adrian Zimmermann für den Vortrag und dann einen schönen Abend noch.